So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days in der Salvation Mod. Ich bin der Tovarok und mit dabei natürlich der Kuga. Der von Fliegen terrorisiert wird. Schon wieder? Ja. Und wir suchen mal nach die Bücherei. Hier ist ein Gemüseladen. Hier ist ein kleines Geländefahrzeug. Ja. LED und ein Wire-Tool. Ein Wire-Tool haben wir doch zu Hause, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Da ist ein Hardware-Shop. Hardware, das ist gut. Mhm. Latan, Hardware. Weil Software brauchen wir nicht. Das ist ein Knast. Das war echt mickrig. Ich mache mit meiner Hardware mal die Tür auf. Ja. Okay. Will dich nicht beunruhigen. Mhm. Ich habe schon mal einen Hardware-Shop gesehen, wo auf einmal was Bellendes rauskam. Oh, sehr nett. Wow, wow. Öl. Hm. Aber hier drüben war ein Elektrodingsapparat. Elektrodingsapparat? Ein Wire-Tool. Das hast du, ne? Nee, haben wir zu Hause. Ich habe mal's kaputt gemacht. Aber was ist das denn hier? Ein Shave? Plastikroller. Na, okay. Malerpinsel. Brauche ich nicht. Vibrator brauche ich auch nicht. So weit ist er noch nicht. Das kann weg. Das kann auch weg. Und das auch. So. Mal kurz sortieren. Benzinkanister hast du gelernt, ne? Das Rezept weiß ich nicht. Noch habe ich auf jeden Fall hier. Okay. Ich habe ein Bücherregal. Tatsächlich. Lederstiefel. Das haben wir schon. Okay, dann read. Das war's? Hm. Da hatte ich schon bessere Hardware-Tools, Hardware-Läden. Ja. Oh. Wenn der Frageschalter steht, kannst du es aufmachen. Oh ja. Dünger. Okay. Dünger brauchen wir nicht. Gut, war sehr erträglich nicht. Von da kamen wir. Knast. Da finden wir garantiert Munition. Mit Sicherheit. Im Knast. Und wahrscheinlich unter jeder Pritsche eine Waffe. Garantiert. Was ist denn das da hinten? Hotel? Glaube. Oh, wer wohnt hier denn? Das ist alles Camp. Ach ja, stimmt. Da war man halt. Oh, hier, was ist das denn da? Das ist ja cool. Ich glaub's ja nicht, ne? Was Crack, denn? Crack and Book. Da ist es. Oh, scheiße. Crack and Book, guck dir das Teil an. Ist das nicht Hammer? Ja. Ganz vorsichtig sein, wenn du in der zweiten Etage bist. Warum? Weil die manchmal eingestürzt ist. Echt? Mhm. Du wolltest mich doch nicht fressen, ne? Aber sieht ja sehr cool aus. Also, das ist doch mal ein Buchladen. Jo. Ich klopf mal an. Klopf mal. Wir sollten vielleicht... Oh. Irgendwo eine Kiste hinstellen. Mhm. Hier im Buchladen vielleicht. Ja. Bist du... Bist du hin? Nee, ich wusste es. Jetzt... Aua! So war! Ja. Ah, ich muss weg. Bist du tot oder was? Ja, dann sag das doch vorher, dass du tot bist hier. Nein, der Typ hier. Okay. Er ist hinne.
dann ist noch jemand. Oh, hier, die vorschreitende junge Lady. So. Alter, bitte. Ach, Scheiße. Was? Hab zu viel Scheiß mit dabei, um eine Kiste zu machen. Da, Storage Chest, Craft. Was sammle ich dann? Ein Spinnennetz. Aber sag mir nicht, wir haben jetzt eine Bücherei gefunden und finden keine Bücher. Wo schreit die Tusse? Lederrüstung. Eisenhelm. Keine Ahnung. Was machen wir mit den Spinnennetzen denn? Mal gucken. Wer ist denn da so aufgebracht? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Buchhalterin. Aha. Jagdmesser. Ich auch schon. Ach, du bist das. Ja, wusste ich doch. Hier, die Buchhalterin. Hau so um. Ja, ich wollte gerade mal mit dir stacken. Also hier, pass mal auf. So nicht. So, die tut nichts mehr. Das ist gut. Ich habe ein Buch gefunden, was ich noch nie gesehen habe. Irgendwas Lilanes mit dem Bild drauf. Okay. Was ist das? Weiß ich noch nicht. Ach so. Ich mach einfach nur schnell looten. Hab mich erschrocken. Alter, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Wo kam die denn her? Also dafür wirst du bestraft. Oh Mist. Ich treff sie noch nicht mal. So viel zum Thema bestrafen. Ja. Jetzt sind hier gerade 12 Leute. Oh, nicht mal die am Kragen. Och, hier ist auch noch was. Ach, das bist du. Warum rennt ihr alle hinter mir her? Ich hab keine Ahnung. Ich trau mich nicht darum. Okay. Okay. Nix. Wunderschön. Hier ist auch nichts, ne? Oh. Federn und ein bisschen eine Pfeilspitze. Motorsägen, Kettensägenblatt. Quatsch, Bauplan. Oh, sehr schön. So, dann mal vorsichtig nach oben. Ach, im Klo warst du schon? Ja. Hast aber noch nicht durchgefegt, ne? Nee, so einen Platz hatte ich nicht. Ich hatte nur das Nötigste mitgenommen. Was habe ich denn noch hier am Mist? Ausrüsten? Was ausrüsten? Spinnennetz. Ich glaube, ausrüsten ist ein... nicht die richtige Übersetzung, um ein Spinnennetz auszurüsten. So, was haben wir denn jetzt hier? Lederstiefel. Iron Helm. Nochmal Lederstiefel. Ach, hier waren wir doch schon drin. Anti-Radiation Therapy. Okay. Okay. Wenn du verstrahlt bist, kann ich dich heilen. Hey, super. Das ist gut zu wissen. Exploding Crossbow Schematics. Oh, das packe ich meine Kiste.
Das klingt doch mal nach was. Wo bist du jetzt? Einer Kiste. Welche Kiste? Haben wir eine Kiste? Ach, da ist eine Kiste. Man merkt, dass du mir zuhörst. Ja, stimmt. Ich höre dir zu. Playing Cards. Sprengbolzen. Ja gut, die Dinger, die kann ich schon. Was habe ich denn noch an? Ja, ein bisschen Müll reinschmeißen. Krams, nicht Müll. War eine scheiß Idee, dass wir die Kiste dahingestellt haben. Oder beziehungsweise, dass ich die Kiste dahingestellt habe. Mhm. Wenn's Dach einstürzt. Gut, ist eben so. Ich mach mal nur fürs Gewissen. Okay. Ich geh da mal hoch. Hallo? Jemand zu Hause? Sieht nicht so aus. Ich habe hier ein Glas Wasser, Freunde. Passt auf. Ich sage das. Ach, wir brauchen ein bisschen Waffenbaupläne oder irgend sowas. Hm, hinter dir. Aua. Ach Gott, wo kommt ihr denn alle her? Alle? Ich habe nur einen gesehen. Na, da war eine ganze Menge. Ich fühle mich gerade ein bisschen... Oh. Nein! Ich möchte gerne deine Strahlenuniform wieder, Kamerad. Er hatte 24 Dollar in der Tasche. Oh, der hat mir tatsächlich seine Stiefel gegeben. Nicht doch. Doch. Ist das da hinten der, der so ein Theater macht? Keine Ahnung, wo der sitzt. So, komm. Mach das klein. Nix. Ach. Ein bisschen was eingesammelt habe ich ja. Ich weiß nicht, was ich da eingesammelt habe. Ich muss mal durchschauen. Ja. Ich mache auch einfach nur schnell looten. Ja. Komm schon, komm schon. Sind wir schon? Bohrerrezept. Okay. Alles durch? Haben wir alles durch? Ja, ne? So aus. Ja. 21 Uhr. Ich würde mal sagen, wir sollten hier drin bleiben. Okay. Das ist natürlich doof, dass unsere Kiste jetzt unten ist. Ja. Klopp mal ein bisschen hier die Treppe weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie gleich kommen. Ja, behaupten hier einer da. Ich hätte nur noch 21 Leben, ne? Nebenbei? 24. Mir geht's auch nicht besser. Alter Freund. Einfach das Loch dicht machen gleich mit Frames. Ja. Ja. Ne, warte, lass uns hier einfach einen draufsetzen. Ups. Dann haben wir ja genug Höhe. Was machst du da? Ja,
ich springe hier mal runter. So, also ich jetzt mal gucken. Ich bin versteckt. Ich auch. So, was habe ich jetzt hier für Bücher? First Aid Kit? Hab ich schon. Kann ich schon? Kann ich auch. Ah, okay. Dann scrap ich. Lederstiefel sind unten. Metallfarbe? Metall kann ich nicht. Nee, aber spielt keine Rolle. Ja, ich kann es schon. Achso, dann gib mir das. Lass es fallen. Ja. Bohrer? Ja. Kann ich scheinbar schon. Aber du ja auch, ne? Ja, Bohrer kann ich auch. Und Natural Gas Energie Book. Okay, klingt sehr cool. Ja, komm hier, ich schmeiß das mal runter. Ich habe ja eben das andere neue gelernt. Gas Energie Book, was ist das? Jo, gute Frage. Rezept Biogas Digester, Gastank, Gaszylinder, Moonshine. Okay, na gut. Lernen wir uns das mal so vor uns hin, ne? Mhm. Wir sollten uns irgendwie ein bisschen... Normal könnte, dürfte ja eigentlich nichts passieren. Hast du was zu trinken dabei? Ja, 5 Wasser. Gut, ich habe nämlich nur noch 2%. Hast du kein Wasser? Nee. Achtung. Das ist, glaube ich, unten in der Kiste. Ach ja, zack, da ist es. Merci. Ich könnte dir ein bisschen Chili anbieten. Oh, vielen Dank, nein. Das okay. Ist genau gegen da hilft dem Wasser sehr wenig viel für. So. So, hoffentlich ist gleich mal Ruhe da unten. Ja. Wir sind gar nicht mehr so weit weg von zu Hause, ne? Nö. Fällt mir gerade so auf. Aber wir haben immer noch nicht das Kraftwerk gefunden. Nee, das haben wir immer noch nicht gefunden. Aber ich fürchte, die Map ist ja ziemlich groß, ne? Wie, die Map ist nicht groß? Du meinst die Stadt? Die Map ist ja ziemlich groß, sagte ich. Also wenn ja, ja, klar. Ich glaube, 10.000 Blöcke in jede Richtung. Ja. Bin mir nicht sicher. Tja. Können wir nichts anderes machen, abwarten. Oder hoffen, dass wir es bald sehen, finden. Geh doch mal in den Keller, in eine Mine. Ja, ich geh mal. Ja. Ich kann mir hier ein Loch im Boden machen. Oh, du kannst auch einfach in der Mitte das Loch runterspringen. Stimmt. Aber okay, in der Mod scheint die große Bibliothek gefixt zu sein, ohne dass der Boden einbricht. Man ist ja auch böse, ne? Ja. Gehst da nichts abends hoch und dann bricht der Laden zusammen. Ja, und das Schlimme ist, du fällst ja mit runter und wirst erschlagen von dem Zeug. Das ist ja großzügig. Weil von oben kommt der ganze Scheiß auch nach, wenn in der Mitte was fehlt. Ja, danke schön, ne? Ja. Warum habe ich alles in die Kiste geschmissen? Wir hätten sogar Bierchen trinken können. Ich habe Bierchen gelootet. Tja, leider nicht.
Aber es gibt Schlimmeres. Ja. Wir brauchen das Bein. Ich habe zum Glück eine Schiene mit. Die habe ich immer in der Tasche. Okay. Ach, ja. Ich habe Strahlenschutzstiefel. Dann kann der schon mal an den Füßen passiert schon mal nichts. Nee. Der Rest gammelt weg, aber die Füße sind noch gut. Das ist gut. Hat sich die ganze Pediküren-Geschichte immer gelohnt. Ja. Tja, jetzt sitzen wir hier und warten. Aber wenn die dicht sind, die Stiefel, und oben drüber gammelt alles weg, dann fließt ja der ganze Modder da rein. Da kann sie ja nicht. Da sitzen ja die Stiefel, die Füße drin. Die nicht vergammelt sind. Ja, okay, da muss man hoffen, dass die Haut eng anliegen, die Stiefel. Wo macht denn hier einer so einen Larry? Also das wäre auch nochmal nett, wenn man sowas ein bisschen fixen könnte. Soundtechnisch. Ich relaxe? Weil du. Man relaxt auf dem Sofa auch? Echt? Ja, ich habe hier das Happy-Zeichen. Das hatte ich auch gerade. Ja, schon wieder. Aber nur, wenn ich... Herr Faden. Na gut, alles klar. Dann kann es ja nicht passieren. Ja. Naja, aber ich würde mal sagen, das wird eine kurze Folge diesmal. Ja, aber wir sitzen ja eh nur rum, ne? Wir sitzen eh nur rum, weißt du, und das ist was für morgen, wenn ich so will, ne? Also für nächstes Mal. Ich denke mal, da werden wir uns mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir noch weitergehen. Nee, können wir gar nicht, ne? Also ich habe noch 7 Bolzen. 34, ich habe auch nichts mehr. Wir müssen zurück. Ja. Und vor allen Dingen 35, morgen ist die Horde, Freunde. Und wir haben ja so viel vorbereitet. Ne, das geht richtig rund. Immerhin 400 Betonklötze. Richtig, ich wollte gerade sagen, lasst euch überraschen. Also, wie gesagt, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und dann sind wir mal raus. Bis dann und tschüssi. Ciao.